Eins, zwei, drei. Ja, ich rede normal. Also das war jetzt, das ist Optimismus, das ist Neustart. Okay, warte mal. Sind wir schon drauf? Ach, sind wir schon drauf? Ja, dann würde ich sagen, los! Right now, ja, das war Aufbruch, das war Lebensfreude, das war Optimismus. Das waren die D-Dur-Harmonien der Beatles zu Beginn der 60er Jahre, die man durchaus als Beatles-Dekade bezeichnen kann. Und irgendwas ist dann verdammt schiefgelaufen und heute besichtigen wir die Trümmerteile, die an uns vorbeitreiben. Und wir wollen sie mustern in dieser Stunde, in der wir das Ventil aufdrehen und gemeinsam mit ihnen fluchen oder was auch immer, Matussek. Das Format für Sie, für Ihre Briefe und Kommentare im Geiste des großen Rush Limbo, der Talk-Radio-Legende, zustande bringen, die ich in den 90er Jahren kennenlernte. Diese begnadete Schimpfkanone, die all jenen eine Stimme verlieh, die sonst nie zu Wort kommen, im politisch korrekten Meinungstheater. Rush Limbaugh, der irgendwann mal auf einer Veranstaltung der NRA eine echte Winchester-Rifle überreicht bekommen hat. Der ideale Hörer für Talk Radio, schrieb ich damals in den 90ern, als ich die Geschichte über Talk Radio machte, steht im Lincoln-Tunnel, im Stau, und gerade hat sich ein feiner Pinkel vor ihn gesetzt und er hat Wut im Bauch, weil er seit 20 Jahren keine Lohnerhöhung gekriegt hat. Und die Inflation frisst ihm sein Einkommen weg. Und sein Sohn ist gerade wegen Drogen oder irgendwas von der Schule geflogen. Und es geht einfach nicht vorwärts. Und heute, jetzt bei uns, hat er das Gefühl, einer Bande von politischen Irren ausgeliefert zu sein, die ihm vorschreiben wollen, was er zu denken und wie er zu sprechen hat. Und das ist klassenübergreifend. Wie der hier, den mir Hörer Christoph Wagner zugeschickt hat, weil er seine Aussagen teilt. Zitat: Ich habe es satt. Oder um es noch klarer auszudrücken, ich habe die Schnauze voll von diesem permanenten und immer religiöser werdenden Klimageschwafel, von Energiewende-Fantasien, von Elektroauto-Anbetungen, von Gruselgeschichten über Weltuntergangsszenarien, von Corona über Feuersbrünste bis Wetterkatastrophen. Ich habe es satt, mir von irgendwelchen Gestörten erklären zu lassen, dass ich Schuld habe an allem und jedem. Vor allem aber als Deutscher für das frühere, heutige
und zukünftige Elend der Welt. Ich habe satt, mir von missbrauchten, pubertierenden Kindern vorschreiben zu lassen, wofür ich mich zu schämen habe. Ich habe es satt, mitzuerleben, wie völlig Ungebildete, die in ihrem Leben nichts weiter geleistet haben, als das Tragen einer fremden Aktentasche, glauben, Deutschland regieren zu können. Ja, und das schreibt Professor Dr. Knut Löschke, Kuratoriumsmitglied des Max-Planck-Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften, also kein Depp, sondern einer, der einen Durchblick hat und Lebenserfahrung. Nebenbei Sachverständiger der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz im Deutschen Bundestag. Ja, also dem reicht's wirklich. Aber bevor wir richtig einsteigen, muss ich Sie doch mal zurücknehmen, zurück in die 60er Jahre. Genauer in eine fromme Kaderschmiede des Jesuiteninternats in Bad Godesberg, ins Aloysius-Kolleg. Und ich bin 12 Jahre alt oder 13, also in der Quinta oder Quarta, mit ein paar Buddies im Präfektenzimmer am Sonntag nach dem Hochamt, wo er für uns Musik auflegt. Und er hat 6 oder 7 Singles, also insgesamt mit A- und B-Seiten, 14 Titel, Vor- und Rückseiten. Und ansonsten gab es viel Sport damals, noch mehr Sport und gegen die unanständigen Gedanken, viel Duschen, kaltes Duschen. Und wir schlafen in 40-Mann-Schlafsälen und waschen uns im Flur an einer Batterie von Waschbecken. Und plötzlich diese Engelsstimmen und andere, die wir in dieser Sendung hören werden, da müssen Sie jetzt durch. Ich spiele das Programm aus dem Präfektenzimmer. 2 Jahre später wurde der Lärm von draußen so verlockend, dass ich den Wunsch, für Jesus Christus zu sterben, als Missionar in Afrika oder sonst wo, erst einmal vertagte und nach draußen ging, um nachzusehen, was da los war. Ja, und wieder 2 Jahre später zogen die Eltern um und ich landete in einer maoistischen WG und wollte die Welt retten. Aber ich nahm die Madonna von zu Hause mit und hängte sie neben das Marx-Plakat. Ich dachte mir, sicher ist sicher. Wenn es Marx und Mao und John Lennon nicht schaffen, das die Welt in Ordnung zu bringen und das Elend zu beenden, dann hilft die Mutter Gottes. Wir hatten eine Menge Spaß damals, grenzenlose Freiheit. Ich erzähle das nur aus einem Grunde, und zwar, weil die Leute, die jetzt am Drücker sind, in meinem Alter sind. Also mit den gleichen Musik aufwuchsen, mit den gleichen Hoffnungen, den gleichen Enttäuschungen, aber die doch ein bisschen anders waren. Das waren meistens doch eher die Dumpfbacken. Bundespräsident Steinmeier ist 2 Jahre jünger. Olaf Scholz ist 4 Jahre jünger. In seiner Jugend übrigens, was Steinmeier angeht, wegen seiner Linksradikalität vom Verfassungsschutz beobachtet. wir hätten uns damals nicht gedacht, dass unser Konzept von freier Liebe und Bewusstseinsrevolution so schief gehen würde. Und jetzt treiben diese Wrackteile vorbei. Ich habe jüngst Fotos gesehen von Mädchen, die sich für eine Geschlechtsumwandlung die Brüste haben herausschneiden lassen. Sie stellten sich der Kamera mit vorn übergebeugtem, rotnacktem Oberkörper, wahrscheinlich um den Druck auf die quer über ihre schmächtigen Figuren verlaufenden Nähte zu entlasten, nachdem auch die Fortpflanzungsorgane entfernt worden waren. Es waren Folterfotos. Kriegsfotos von der LGBTQ-Front, die seit neuestem auf rätselhafte LGBTIAQ-Sternchen angewachsen war. Möglicherweise würde das alles durch weitere Sonderzeichen noch bereichert, mit dem Irrsinn jeder sexuellen Nische eine eigene sprachliche Verbeugung zu erfinden. Fotos also von der Auflösung der Geschlechter in Zeiten, in denen der Sex über- und die Liebe unterbewertet werden. Es waren Selbstmordfotos von einer Kultur, wenn jene Organe, die zur Nahrung der nächsten Generation dienen, verstümmelt werden. Ich weiß nicht mehr, ob der dazugehörige Artikel die dargestellten Jammergestalten als Heldinnen selbstbestimmter Lebensentwürfe pries oder als Opfer beklagte. Gerade hat der FDP-Justizminister unserer Ampelregierung, wie immer das ist, sein Gesetz abgesegnen lassen, dass jeder von uns einmal im Jahr sein Geschlecht ändern darf, per Willenserklärung. Die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch hat im Parlament öffentlich gemacht, womit sich unsere Pannenregierung aus Stümpern und Ideologen derzeit beschäftigt. Und ich kann nur betonen, wie gut es ist, dass es eine AfD gibt, eine Alternative für Deutschland, die sowas erledigt. Denn der von der anderen Oppositionspartei, der CDU, kann man sowas leider nicht mehr erwarten. Das hat sich gezeigt. Nee, Leute, also der fluide, der sanfte Mann, der da in 200 Anfragen irgendwie umhegt und umsorgt wird im Bundestag, der wird jetzt mit einem ganz neuen Spiel konnotiert.
Denkt ihn euch einfach zusammen mit der neuen Kriegsbegeisterung der Grünen, in der sich auch die bisher pazifistischen, die Kammeria um Göring-Eckert und so weiter, den Stahlhelm überstülpen. Und der Gefechtskopf Hofreiter ist schon wieder signalrot und auf Gefechtsbereitschaft eingestellt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten damals Mordspaß, aber dass sowas dabei rauskommen würde, hätte doch keiner von uns gedacht. Diese beschissen aussehenden Wurzeldeppen und Kindergärtnerinnen, aufgeschwemmten Funktionärinnen mit ihren ideologisch verstrahlten Stammeldeutsch. Keiner von uns. Obwohl, so ein bisschen Verdacht hatte man auch damals schon, dass die diese gewisse Apparatschaftstypen, herrschsüchtigen Apparatschaftstypen, die Sache an sich reißen würden. Und die wurden auch durch ein paar Joints irgendwie nicht lockerer. Die waren schon damals irgendwie merkwürdig drauf. Und offenbar haben die sich jetzt durchgesetzt und sitzen an der Regierung. Unsere Hippie-Sirenen damals waren sexy. Und keine hätte daran gedacht, sich die Brüste abzuschneiden. Es ging darum, sie freizulegen, diese wippenden Wunderdinger. Ja, Freiheit ist ein verdammt dialektischer Begriff. Aber bevor es zu kompliziert wird, hier der nächste Song. Und zwar von der einzigen US-Gruppe, die mit den Beatles so halbwegs mithalten konnten, nämlich den Beach Boys. 1965, Freiheit, Sonne, Surfen. Und der Kampf von Brian Wilson mit seinem Vater, den er ein Jahr später feuern würde als Manager, der auch trotzdem nicht loslassen konnte und am Mischpult gefightet hat. Der alte Sack ließ sich einfach nicht abschütteln. Also hier die Beach Boys mit Surfing USA. Blonde hair, surfing USA. You'll catch them surfing at inside, outside USA. Ventura County line, inside, outside USA. Santa Cruz and Trinidad, inside, outside USA. Inside, outside USA. All over Manhattan, inside, outside USA. And down Bohini Way, inside, outside. Everybody's gone surfing, surfing USA. We'll all be planning. Und jetzt kommen wir mal zu unseren Hörerfragen. Rainer Geppert fragt, wie ich damit umgehe, wenn sich alte Freunde plötzlich aus poetischen Gründen verabschieden. Hier, glaube ich, Rainer, hast du dich vertippt. Wahrscheinlich meinst du aus politischen Gründen. Ich will mal so sagen, meine Freunde haben sich ganz bestimmt nicht poetisch von mir verabschiedet, sondern laut mit Türen knallen, laut und unpoetisch und mit der gerissenen Witterung für den öffentlichen Auftritt. Es gab natürlich, ich will natürlich jetzt nicht die Kanaille Fleisch auch ansprechen, aber es gab natürlich auch andere Abschiede, die mich dann doch geschmerzt haben, von zum Beispiel von Nachbarn oder Freunden, die das auch dann ganz falsch verstanden haben, wie ich unterwegs war. Ich kann mich an eine erinnern, die hat ein Interview von mir im Abendblatt gelesen mit der Überschrift: Was ist nur aus Ihnen geworden, Herr Matussek? Und diese Überschrift war reingedreht worden, im Chefredakteur in seiner Abwesenheit reingedreht worden von irgendwelchen Woken-Redakteuren. Denn das Interview war eigentlich ganz fair. Es war nur die scheiß Überschrift, die dieses ganze Interview irgendwie unmöglich machte. Und die hat sich dann davon wirklich beeinflussen lassen. Aber wie gesagt, es gab beides, Lautes und Leises. An dieses Thema schließt sich auch der Hörer Michael Klonowski an. Jeder kennt Klonowski von seinem Acta Diurna, seinem Tagebuch, wirklich diesem geistreichen und aphorismenreichen Tagebucheintragungen. Und er fragt,
was ich zu dem Exit von Henrik Broder meine. Während die Bolschewoken, sagt er, eine riesige Welle bilden, teilt sich das konservative rechte Lager in lauter Rinnsale. Heinrich Broder, um das zu erläutern, hat mit einem großen Auftritt seine Mitarbeit in der Weltwoche aufgekündigt. Und diesen Text durfte er dann natürlich auch in der Weltwoche veröffentlichen. Also der gute Henrik, er hat keine Restriktionen von irgendjemandem gekriegt. Jetzt ist er derjenige, der Cancel Culture betreibt und die Ausschlusseritis vorwärts treibt, was ich sehr, sehr bedauerlich finde. Denn Henrik war wirklich mal ein guter Buddy und jetzt macht er bei dieser Scheiße mit. Also das ist eine große Enttäuschung. Klonowski fragt noch weiter, ja, er vermutet, dass es vielleicht... Ja, die Motive der Trennung, ist es die Sehnsucht nach Eindeutigkeit, Neudeutsch Komplexitätsreduzierung. Wenn man über Putin nur noch in dämonologischer Terminologie sprechen darf, ist seine Hitlerisierung vorbei, schreibt Klonowski. Zum letzteren Komplexitätsreduzierung eindeutig ja. Er schrieb in seiner Begründung Klarheit vor Einheit. Aber wahrscheinlich hatte sie auch deshalb auf Welt-TV eine weitere Enttäuschung für mich bei Annalena Baerbock öffentlich entschuldigt. Entschuldigt, weil er sagt, Annalena Baerbock hat ein großes Herz. Aber lieber Henrik, ein großes Herz und das als politische Kategorie. Das Schlimme ist doch, dass wir von Deppen regiert werden, die vielleicht tatsächlich mal ein gutes Herz haben oder von Tierschützern gutes Herz haben, außer für eben große Reifvögel. Die werden von ihren Windmühlen geradezu Gulasch verarbeitet. Also großes Herz als politische Kategorie. Ich habe Henrik auf deiner Achse doch ganz wunderbar während des Wahlkampfs das fiktive Tagebuch von Annalena, von unserem Annalenchen, führen dürfen. Ein sehr schwachsinniges Tagebuch. Es beschäftigte sich in erster Linie mit Zeug, was sie trägt und wie sie auf irgendwelchen illustrierten Covers aussieht. Und nee, aber es ist wirklich, das so schwachbrüstig darf man doch wirklich nicht argumentieren. Und dass Annalena jetzt mit ihrem aufgepimpten Lebenslauf den erwiesenermaßen korrupten Zelensky mit Waffen beliefert, Zelensky und seine Corona aus Boxern und Oligarchen, da würde ich sagen, das ist nicht unbedingt der Beweis für ein großes Herz. Ja, und es geht dann natürlich bei der Unterstützung für Zelensky auch um die seitens Biden, Annalena und Biden am Schulterschluss seitens Biden, natürlich auch um Hunter Biden, um den Sohn von Joe Biden, der, wie wir wissen, Geschäfte gemacht hat mit dem Oligarchen, der auch hinter Zelensky steht, dem Oligarchen Igor Kolomoisky. Das alles bewiesen auf diesem Notebook from the Hell, sein Powerbook, das der gute Hunter Biden, der nebenbei cracksüchtig ist, bei einem Reparateur vergessen hatte und das dann ausgewertet wurde, in der Weltwoche übrigens, hervorragend ausgewertet wurde von dem Kollegen Urs Gehriger. Im Gegensatz zu anderen deutschen Presseorganen, die sich darüber ausgeschwiegen haben. Und ja, Hunter Biden hat sich dadurch einen Job gesichert in der Ukraine mit $50,000 Gehalt im Monat. Und sein Daddy hat da, als die Staatsanwaltschaft dann tätig wurde, verlangt, dass der Staatsanwalt gefeuert wird und hat gesagt, ihr habt 3 Stunden Zeit. Wenn ihr bis zu meinem Abfluch den Jungen nicht gefeuert habt, werde ich dafür sorgen, dass die Milliardenhilfe, Wirtschaftshilfe für euch eingefroren wird. Der Oberstaatsanwalt wurde tatsächlich gefeuert. Also so viel zum Demokratieverständnis, lieber Henrik, deiner Kumpel da in der Ukraine. Ich muss da gleich kotzen. Leute, lasst uns jetzt nochmal wegtauchen. Nochmal mit den Beatles. Strawberry Fields. Eine wirklich Avantgarde-Nummer, ein psychedelisches Meisterwerk von 67. Strawberry Fields spielt an, auch wieder auf eine Liverpool-Geschichte. Strawberry Fields hieß das Waisenhaus mit dem großen Park. Und da ist der kleine John Lennon, ist da nach der Schule immer rumgestromert. Also ein weiterer Heimattitel, Strawberry Fields. Let me take you down. Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding. To be
as you can, you know. Tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Ah, Leute, zurück zu den Briefen. Es müsste den politischen Eliten in ihrem Berliner Bunker doch eigentlich der Rock brennen. Aber sie marschieren mit geschlossenen Augen vor die Wand. Das Schlimme, sie reißen ein ganzes Volk mit. Aber sie halten sich an Strawberry Fields. Living is easy with eyes closed. Das Leben wird so viel einfacher, wenn man die Augen schließt. Leute, die 60s sind vorbei. Sperrt die Augen auf. Habt Verantwortung. Wenn ihr wisstet, was hier an Briefen reinkommt, der jetzt zum Beispiel, der Name kürzt sich auf die Initialen BKA runter. Und er fragt mich, und das mit einigem Recht, lieber Herr Matuszek, wir freuen uns schon jetzt auf den Freitag in der Sendung. Es war im Interview mit Frau Slomka vom Donnerstag, den 23. Juni. Robert Habeck sagt am Ende, ich will nicht in einem Land leben, in dem man sich nur noch bewegt, wenn es Geld dafür gibt. Energiesparen nur gegen Kohle? Dann würde ich sagen, nee, die kriegst du nicht, Alter. Und da muss ich sagen, es ist ein Wirtschaftsminister, der da spricht und nicht der Chef der Getränkekasse einer WG in Lübeck oder Lüneburg, der wahlweise gegen Gutwillen und feudal dem einen Geld gibt und dem anderen nicht. Das ist so das Verrutschen des politischen Geschäfts ins Subjektive. Das ist der Tausch der Rationalität gegen Gesinnung und gegen Sympathien, politische Sympathien und Antipathien. Und die Frage ist, was empfinden Sie bei der Wortwahl? Das habe ich gerade gesagt. Und was empfinden Sie bei dem Anblick der Gesichter nach dem Interview? Und da war ich wirklich interessant, das einverständige Grinsen zwischen Marietta Slomka und dem immer feister werdenden Robert Habeck. Und immer trotteliger und trauriger werden. Beide haben gegrinst über alle vier Buchstaben. Und sowas geht natürlich nicht. Also das ist meine Meinung dazu. Dann gibt es hier einen wunderbaren Brief. Herr Matuszek, nur ganz kurz möchte ich nicht nur Ihnen, sondern auch der gesamten Mannschaft des Konterfunks zu Ihrer Einrichtung gratulieren. Die letzten Tage habe ich begonnen, die Sendung zu hören und freue mich nicht nur über die Beiträge, sondern auch über die Musik. Dankeschön. Als Klassikliebhaber, Klassikliebhaber ist manchmal etwas speziell. In Ihrer Sendung boten Sie an Themen und so weiter. Die deutsche demokratische Gesellschaft soll durch die Steuerung des Diskurses dahingehend geändert werden, dass sie multikulturell wird, kollektivistisch wird, wobei hier scheinbar widersprüchlich die Individualität gegenüber der Gesellschaft betont wird. Ja, das ist ein Punkt. Eine Staatswirtschaft etabliert wird, die eine Verantwortung des Einzelnen aufhebt und den individuellen wirtschaftlichen Einsatz hemmt. Und das ist der Punkt, Leute. Ja, also Kollektivierung ist der sichere Weg in den Tod. Und es gibt ja genug Leute da in den Bänken der Regierungsparteien. Ich nenne nur einen gewissen Kevin. Kevin allein zu Hause Kühnert, der früher im Callcenter gearbeitet hat. Das sind so diese Karrieren, die unsere im Monat 15.000 bis 20.000 Euronen abstaubenden Volksvertreter so auf dem Tapet haben. Für mich ist die entscheidende Frage, warum strebt ein so großer Teil der Gesellschaft aus wirtschaftlichem Erfolg, aus demokratischen Strukturen, aus einem freien System stammt, eine Gesellschaft an, die nachweislich in allen vergangenen Versuchen zu Armut, Gewalt gegen die eigenen Bürger und Unterdrücken der Meinungsfreiheit führt? Tja, wollen wir auch in Zukunft und in Kontinuität demokratisch, in Freiheit und Wohlstand leben, müssen wir diese Mechanismen untersuchen und ihnen gegenwirken. Würde mich sehr freuen. Ja, das ist so der Drang, der Drall, ich glaube, das ist was sehr Deutsches, nach dem Staat zu rufen. In Amiland käme es gar nicht dazu. Ich glaube, und es ist auch so, man darf ja nach Amerika wirklich nur einwandern, wenn man nachweisen kann, dass man den eigenen Unterhalt verdient. Sonst ist Nase Nede. Bei uns ist es so, wir haben mittlerweile 2 Millionen Goldstücke und es fehlt am Flughafen, an den Flughäfen an Personal. Und statt die Leute einzusetzen, holt man sich jetzt 3000 Gastarbeiter aus der Türkei. Und das ist, ich weiß nicht, wer da am Ruder ist, ob die wirklich nur Augenklappen tragen und blind sind und das falsche Zeug rauchen. Und apropos falsche Zeug rauchen, das kommt ja auch noch ganz wunderbar. Eigentlich sollte man sich als ehemaliger Hippie darüber freuen, die Legalisierung von
Haschisch und Marihuana, aber ich befürchte, dass es jetzt tatsächlich ein Mittel, dem Volk Opium zu verkaufen. Ja. Also statt Religion tatsächlich dann eben Marihuana. Hier ein weiterer. Hallo Matthias, hier ein paar Punkte, die mich umtreiben für deine nächste Sendung. Ich hoffe, dass du ist okay für dich. Ich bin Fatema. Klar ist es du in Ordnung. Hier auf alle Fälle. Build Back Better, sagt Fatema, ist eine Verniedlichung für die vorsätzliche Zerstörung, die sich der westliche Corporatism mit Hilfe der gekaperten Regierung in einer Art Wettbewerb vorgenommen hat. Ja, da steckt die Theorie von dem Neuanfang drin. Ne? Zuerst alles runterranzen und dann ganz neu durchstarten mit der schönen neuen Welt. Da hast du völlig recht, Fatema. Das steckt dahinter, das winkt da aus diesem Modell. Meines Erachtens ist dieses Geschäftsmodell dieser 1000 bis 2000 Bonzen, wahrscheinlich mit ein paar Millionen Mitarbeitern, nicht nur mit und an Zerstörungswerkzeugen, sondern hauptsächlich am Wiederaufbau in den nächsten Dekaden gehörig zu verdienen. Ja, ist eine ganz plausible Vermutung. Mittlerweile, schreibt Frau Thema, hat die Resist Community das Schachspiel der Eliten recht gut entlarvt und das Bild unseres Puzzles erscheint immer klarer. Also ich sehe, du hast den Jargon teilweise ganz gut drauf, den auch Extinction Rebellion und die FFE-Kids sprechen. Also, und trotzdem schimmert bei dir dann wirklich die Wahrheiten der Ernst durch. Und das finde ich äußerst prima. Und dann sagst du, dass wir versuchen sollten, die in uns schlummernden Kräfte zu kultivieren und herauszuarbeiten. Und ja, jetzt kommen wir langsam wirklich an den Punkt, wo es tatsächlich darauf ankommt, zu handeln. Genug Quatsch ist genug, wir müssen uns irgendwas überlegen. Und jetzt werde ich wahrscheinlich, spätestens jetzt wird der Verfassungsschutz auf mich aufmerksam und darauf komme ich später noch zu sprechen. Hier ist eine andere, der, ich nenne den Namen nicht, obwohl doch, das kann man eigentlich bei ihm in dem Fall so, Annette Fleischmann tat. Die hat nämlich die gute Anne Will gesehen und den Klabautermann bei ihr. Und er hat über den Pflegenotstand gesprochen. Und sie schreibt hier, Herr Lauterbach beruhigte den armen Pfleger, der mit eingeladen war und der in dieser Sendung offenbar dem Lauterbach unter die Nase gerieben hat, wie die Verhältnisse tatsächlich sind. Und dass die Politik die Pflege sträflichst vernachlässigt hat in den letzten Jahren. Und Herr Lauterbach beruhigte den armen Pfleger, indem er verkündete, dass er jetzt das Pflegeentlastungsgesetz mit 7 Eckpunkten noch vor der Sommerpause auf den Weg bringen wolle. Nach dem Pflegeaufbaugesetz, dem Pflegewirt- und was-Gesetz, dem Pflegeüberbrückungsgesetz, dem Pflegenotstandsgesetz, dem Pflegehilfegesetz mit jeweils kostenintensiven begleitenden Studien über die vergangenen 20 Jahre, ob denn wirklich nur 3 Mitarbeiter für 30 hilfbenötige Menschen bundesweit in unseren Pflegeheimen am Start sind, ist das doch die grandiose Ankündigung für ein weiteres Nichtstun. Und da haben Sie natürlich völlig recht, Annette. Völlig recht. Das ist so auf die lange Bank geschrieben. Ne? Wir gründen ein Gremium und wir geben das in die Ausschüsse. Da ist übrigens der Kanzler, also der Kopf der Bagage, noch der Meister, der antwortete auf die Frage, was gegen die Inflation zu tun haben, dem Journalisten. Ja, wir werden dann im Herbst vielleicht ein paar Ideen unterbreiten können. Also das muss man sich erstmal einfallen lassen. Das nennt sich Politik in Deutschland. Jetzt haben wir hier noch einen. Ja, und jetzt ist ein ganz herrlicher Brief, der beschäftigt sich damit, was man tun kann. Ein gewisser Herr, ja, Schneidermann kann man einfach sagen. Hallo Matusek, anstelle das Exil im Ausland zu suchen, unter uns, es gibt eine ganze Menge Leute, die überlegen, wegzugehen, wegzuziehen. Und ich muss offen sagen, auch in unserer Familie wurde darüber gesprochen. Mein Sohn ist ja übrigens Amerikaner, er ist in New York geboren. Also wir hätten da ganz gute Chancen, im Amiland unterzukommen. Aber ja, tatsächlich, statt also sozusagen ins Ausland zu gehen, warum gibt es keine Bewegung, die zum Ziel hat, ein Bundesland zu übernehmen? Um damit gemeinsam, inklusive einiger Exilanten, die es jetzt schon ins Ausland verschlagen hat, innerhalb Deutschland ins innere Exil zu gehen. Bislang habe ich über diesen Ausweg aus der BRD, DDR nur in einem kleinen Blog gelesen, der aber keine Reichweite hat. 4 Bundesländer werden dort als mögliche Kandidaten vorgestellt, mit jeweils der Zahl an Binnenflüchtlingen, die es benötigen würde,
um das Bundesland politisch übernehmen zu können. Also, Nummer 1, MacPom. Da wären 420.000 nötig. In Saarland nur 250.000. Sachsen-Anhalt 580.000 und Thüringen 560.000. Jetzt Vorteile und Nachteile. MacPom hat die größte Fläche und ist Küstenstaat mit eigenem Gasanschluss. Hat aber nicht das beste Wetter und intern weite Wege. Sowie eine mächtige SPD-Machtklicke. Ja, sind alles Gesichtspunkte, die man in Betracht ziehen muss. Für das Saarland bräuchte es die wenigsten Flüchtlinge und es hat ein eigenes Braunkohlekraftwerk, Klammer, Kaltreserve. Es ist aber auch hoffnungslos überschuldet und wartet auf mit Personalien wie Oskar Lafontaine, Heiko Maas und Erich Honecker. Sachsen-Anhalt hat den größten Wohnungsleerstand, liegt aber mittig und wäre von der BRD-DDR komplett umschlossen. Zumal die Shitholes Berlin und Leipzig um die Ecke liegen. Thüringen hat alle Nachteile der anderen Bundesländer, aber keinen eigenen Vorteil, außerdem, dass weitgehend unbedeutend ist. Also, lieber Schneidermann, Schlusssatz hier. Vielleicht können Sie ja etwas anstoßen oder haben eine andere Idee, wie sich alle im Land gefangenen Deutschen mit Restverstand, aber ohne Vision, Kleingeld für Dubai und Singapur noch vor dem absehbaren Absturz gemeinsam in eine sichere Ecke retten können. Ich finde das einen ganz hervorragenden Vorschlag, lieber Schneidermann. Und es ist ja natürlich auch wirklich ja an der Zeit der Bagage, die die Regierung bildet und die die Hoffnung zerschlägt, dass noch mal irgendwas Sinnvolles passiert. Ja, sich Alternativen zu überlegen, ne? Wie man weiterlebt und überlebt. Ja, was die Regierungsriege angeht, gehen wir mal die Riege durch. Zunächst mal ist da Nancy Fraser, die Innenministerin, die eine linksradikale und vom Verfassungsschutz beobachtete Vergangenheit hat. Und zwar hat sie für eine trotzkistische Gruppe für den Umsturz agitiert, sogar bis sie Ministerin wurde. Und dann behauptete sie, wurde sie lammfromm, hat allem abgeschworen, hat aber jetzt den Verfassungsschutz, der ihr untersteht, missbraucht, um Regierungskritik zu unterbinden. Sie hat nämlich ein Vergehen erfunden, so Gesinnungsverbrechen, das heißt genauer Äußerungen, die den Staat delegitimieren. Nun ist es das Wesen jeder Kritik, dass es den Kritisierten delegitimiert, ganz besonders den Staat. Und also wir dürfen den Staat nicht mehr kritisieren, weil das bedeutet, wir delegitimieren ihn. Ein kaltschnäuziges Manöver kann es nicht geben. Die Linken haben sich den Staat zur Beute gemacht, ganz offenbar. Nach dem Motto, alle anderen haben Unrecht außer mir und sind kriminell. Und die Politiker in Berlin schließen ihre Wagenburg und bestätigen damit eine gesamteuropäische Entwicklung. Eine Studie, die ich jetzt gelesen habe, die bescheinigt, dass die Kluft zwischen Politik und den von ihr vertretenen Bürgern weitet sich, ja, überall, in allen europäischen Ländern. Das Vertrauen in die Politik schwindet darin, dass es tatsächlich sich um eine Interessenvertretung der Bürger handelt. Machen wir weiter hier. Also über Buschmann haben wir ja schon gesprochen, der FDP-Minister, der die Geschlechtsumwandlung genehmigt für 14-Jährige und der nach dem verheerenden Gutachten über das Corona-Management der Regierung, bei dem selbst eine Tagesthemen-Kommentatorin der Fluch entschlüpfte, ich könnte schreien, laut und lange. Also nach diesem Gutachten wurde unser Jugendverderber von der FDP in der WAMS nach den Pannen und Fehlern befragt in der Corona-Krisenbewältigung. Und er meinte, er befand dann, dass dieses Pannengutachten eine gute Grundlage sei für weitere Maßnahmen unserer, und jetzt auf alle festhalten, unserer Fortschrittskoalition. Fortschritt, das ist wunderbar. Endlich wird im Begriff Fortschritt die Hose runtergezogen. Es ist ein Kampfbegriff, ein idiotischer Begriff. Fortschritt bedeutet ganz sicher, ganz sichtbar eben nur eines, das Fortschreiten von gesundem Menschenverstand, von jeder Rationalität, von jeder vernünftigen Position. Also das ist sozusagen ein, ja, das geht schon in die orwellsche Neuschöpfung von Neusprech und die Sprachverwirrung aller Krieg ist Frieden.
führend in dieser Sprachverwirrung ist natürlich Olaf Scholz gewesen in seiner Bundestagsrede, wo er über diese Wendezeit, Entscheidungszeit gesprochen hat und sagte, diese 100 Milliarden für die Armee, diese 100 Milliarden Schulden, die aufgenommen werden, sind ein Sondervermögen. Also aus Vermögen, aus Schulden wird ein Vermögen und Krieg ist Frieden und so weiter und so weiter. Ja, wir noch Habeck. Da kann ich nur einen bekannten italienischen Fußballlehrer zitieren. Was wolle Habeck? Er ist wie eine Flasche so leer. Er kann noch nicht mal rechnen. Ganz plötzlich stellt er fest, dass doch der Bedarf an Gas falsch berechnet worden ist und dass wir jetzt tatsächlich der Gasnotstand richtig brenzlig wird. Und das hängt nicht mit den Russen zusammen, sondern das hängt mit der ideologisch verbohrten Festhalten an der grünen Voodoo-Ökonomie zusammen, die darauf besteht, dass wir unseren Energiebedarf aus regenerativen Energien beschaffen können. Leider grätscht ihm jetzt schon wieder die Wirklichkeit rein. Und zwar hat gerade die Nordex, die Firma, die Windräder herstellt und produziert, hier die Grätsche gemacht und wird ins Ausland gehen, weil, jetzt festhalten, ihr zum Weiterbetrieb ihrer energiesparenden Windräder die Energie fehlt. Also, Leute, wir sitzen in einem Irrenhaus und das nennt sich jetzt alles Regierung. Und ich frage mich tatsächlich, wann die Straße brennt. Irgendwann muss sie brennen. Aber jetzt habe ich mich wahrscheinlich schon wieder eines delegitimierenden Vergehens schuldig gemacht. Ja, zu Scholz ist noch festzustellen, meiner Ansicht nach ist er nur durch einen Zufall Kanzler geworden. Also es liegt daran, dass die anderen plötzlich abkackten, die anderen Kandidaten, und er plötzlich da stand wie eine Straßenlaterne. Und die Leute waren wirklich so verzweifelt in einer Mangelung von vielen Alternativen. Die hätten auch jede Laterne gewählt. Und bei Scholz muss man dazu sagen, dass ja noch nicht sicher ist, er steht ja wirklich mit einem Bein im Gefängnis. Also das ist, er hat ja, ist ja wegen Falschaussagen in dem Cum-Ex-Skandal am Haken. Und dieser Regisseur, ein Kollege, der das wirklich ernst meint, der wird nicht aufgeben. Und da werden wir wahrscheinlich noch Überraschungen erleben. Annalena, die aufgepimpte, haben wir schon verarztet hier. Und dann, ja, natürlich Karl, der Klabautermann, der alle 5 Minuten kräht, wir werden alle sterben. Und eigentlich nur Unsinn fabriziert und Panik. Und im Grunde genommen unter uns ein Fall für die Klapse ist, wenn nicht für den Knast. Die Familienministerin Paus vom Fundiflügel, die andere Fundi-Spiegel ersetzen musste, weil die Spiegel sich halt eher um das Gendern kümmerte, als um die Unglücklichen im Ahrtal, die Schädigten der Flugkatastrophe. Also die neue Familienministerin Paus, die lässt jetzt die Champagnerkorken knallen, weil sie ihr Abtreibungsgesetz durchgebracht hat. Also, und gesagt hat, jetzt müssen die Ärzte auch Abtreibung lernen. Die, also Leute tatsächlich zu einer Abtreibungsoffensive ein. Und last but not least, unsere halbe Analphabetin und Türkei-Freundin Claudia Roth in ihren bunten Faschingskostümen, die sich im antisemitischen Documenta-Skandal gerade einen schlanken Fuß macht als Kulturministerin und sagt, sie sei nicht eingebunden gewesen, aber vorschlägt, dass in Zukunft ausländische Künstler begleitet werden sollen, damit so eine Schande nicht nochmal passiert, nämlich orthodoxe Juden und Schweine zusammenzumalen, um nicht zu sagen, zusammenzustauchen. Also in Zukunft Documenta nur nach betreutes Malen. Diese Riege bildet die Regierung nicht zu fassen. Kommunisten, rechenschwache Ideologen, Dummköpfe. Nochmal zurück zur Ideologie, dass der Habeck jetzt sich immer noch weigert, die 3 noch verbliebenen Atommeiler wieder ins Netz zu nehmen, ist natürlich nur mit der halsstarrigen Ideologie und der DNA der Grünen zu erklären. Er muss fürchten, dass er sich vergreift oder versündigt gegen einen Kernbestand der grünen Identität. Die Grünen sind ja identisch, gleichbedeutend mit Atomkraft, nein, danke. Nun hat gerade die EU festgestellt, Atomkraft kriegt das grüne Gütesiegel, Nachhaltigkeit, ebenso übrigens wie Gas, auch grünes Gütesiegel. Deutschland ist wieder auf einem Sonderweg und ja, diesen Sonderweg werden sie auch beschreiten, bis sie alle über die Klippe fallen. Das ist der deutsche Weg. Und ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für Musik. Und jetzt nehmen wir mal Penny Lane.
Penny Lane, ein weiterer Ort der Liverpooler Heimatgeschichte der Beatles, Penny Lane. In Penny Lane, there's a barber shop showing photographs of every hat he had the pleasure to know. Also, sind wir im Friseur um die Ecke, der die kleinen Leute frisiert. Ein Song von Paul McCartney. Also, turn up, Penny Lane. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back. Also weiter, wir sind immer noch bei Matussek mit Leserbriefen und Zuhörerwünschen und Fragen. Herr Matussek, was ich in Kontaktfunk und anderen Medien derzeit als Themenschwerpunkt sehr vermisse, ist die drohende Auslieferung von Julian Assange und die Thematisierung der Art und Weise, wie mit ihm umgegangen wird. Ja, der Mann ist schwer krank und traumatisiert durch die Einzelhaft jetzt auch. Es ist sagenhaft und ich bei der ganzen Diskussion wird immer wieder vergessen, dass er eigentlich durch diese MeToo-Scheiße ans Messer geliefert wurde. Also die Linken haben mit der MeToo-Sache den eigentlich von ihnen doch sehr geschätzten Assange auch ans Messer geliefert, weil er nämlich einer fälschlicherweise einer Vergewaltigung beschuldigt worden war in Schweden. Also zurück zum Brief. Obwohl dies aktuell ist und auch einen starken Bezug zur derzeitigen Gesamtsituation hat, wird es kaum irgendwo thematisiert. Ich denke, dieser Journalist hat gerade zum jetzigen Zeitpunkt mehr Aufmerksamkeit verdient. Und er sollte ihm meines Erachtens im Bereich der alternativen Medien stärker entgegengebracht werden. Ansonsten begrüße ich sehr die Idee, Zuhörergespräche zu führen, was ja in öffentlich-rechtlichen Medien heutzutage gar nicht mehr stattfindet. Letzteren kann man schon fast als Ausgrenzung empfinden. Herzliche Grüße, Ihr Dirk B. Zu Assange fällt mir jetzt persönlich auch ein, dass doch unser Alalinchen im Wahlkampf versprochen hat, dass sie sich für Assange einsetzt und gegen die Auslieferung, weil der Junge hat da 175 Jahre zu erwarten im Knast. Von Annalena Baerbock und ihren Idealen ist im Moment nichts zu spüren, nichts zu sehen. Also das von Henrik Broder beschworene gute Herz ist im Moment, schlägt im Moment ganz, ganz leise. Und sie beschäftigt sich jetzt eher damit, Waffen in die Ukraine zu schaffen und Pluspunkte bei Biden und Konsorten zu sammeln. Und ja, und sie sieht ja auch ganz süß aus in so einer kugelsicheren Weste und bei Ortsbesichtigung und so weiter. Also es gibt Wichtigeres, als sich die Finger jetzt an Julian Assange zu verbrennen. Ich würde sie tatsächlich, ich würde nicht sagen gutes Herz, aber ich würde sagen, doch, das ist prima, das hat meine Achtung, wenn sie sich tatsächlich vernehmlich gegen die Auslieferung von Julian Assange aussprechen würde. Der nächste, Peter Backfisch. Ich bleib ganz kurz. Wir haben uns dieser Tage auf einem Sommerfest kennengelernt, stimmt, wo wir Späße über meinen Nachnamen Backfisch machen. Sorry, lieber Backfisch. Ich fand ihn wirklich komisch. Aber wahrscheinlich ist Matussek auch ziemlich komisch. So, meine Frage. 2020 und 2021 forderten oder auch skandierten wir alle, Merkel muss weg. Ja, ich auch, ne? Da, damals vor dem Dammtor Bahnhof einer Gruppe von ungefähr 100 Leuten. Polizei marschierte auf, um uns zu schützen gegen 3000 aufmarschierte Antifa. Gepierst, mit Trillerpfeife, streitsüchtig, bereit, blutlüstern, bereit, uns zu zermanschen. Ich weiß nicht, was die Stadt dieser Einsatz gekostet hat, aber es war einiges an Polizei aufgeboten. Auch ein Wasserwerfer war aufgefahren, um das Schlimmste zu verhindern.
Und ich habe eine Rede gehalten, Merkel muss weg. Damals in der Annahme, dass wenn die Dame erstmal weggeräumt ist, also diese Messi mit den abgekauten Fingernägeln und mit ihrer Wurschtlichkeit, und die sagte dann, also wenn die Deutschen da nicht mitmachen, dann haben sie mich nicht verdient oder dann ist das nicht mehr mein Land. Das andere war ja der Führer im Bunker. Aber so, und da, ich dachte, dass die das Problem mit dem Abtritt von Merkel eventuell gelöst war, aber ich habe mich getäuscht. Also die Dame hat zwar 16 Jahre lang versucht, das Land vor die Wand zu fahren, aber sie hat sozusagen die letzte Strecke, da hat sie dann wirklich da abgewunken. Und das müssen jetzt die anderen Jungen machen. Und sie hat ja die Grünen sozusagen an ihrem Busen genährt. Und die sorgen jetzt dafür, dass Rambazamba ist und dass sie dieses Land wirklich fertig hat. Ja. Wir wollten, dass die eigene demokratiefeindliche Politik endlich ein Ende findet. Nun ist sie weg, schreibt Herr Backfisch. Und ich und viele meiner Zeitgenossen sehen, alles ist noch viel schlimmer geworden. Richtig, lieber Backfisch. Ich habe das übrigens kommen sehen, schreibt er. Und ja, ich habe es vielleicht auch gespürt, wollte es aber nicht wahrhaben, muss ich sagen. Da auch Sie die Losung Merkel muss weg verwendet haben, würde ich mich freuen, wenn Sie auf Kontrafunk etwas dazu sagen. Ja, wie gesagt, also das war wahrscheinlich der große Trugschluss und wahrscheinlich haben wir uns auch darin getäuscht, dass ich dachte immer, wenn die weg ist, dann werden auch die ganzen Sykophanten, die ihr Jobs verdanken, in sich zusammenfallen und so, aber dass die Mentalität und die Ideologie und der Opportunismus, der zeitgeistige Opportunismus, der linke Opportunismus, hat dann doch die Oberhand gewonnen. Und da gibt es eine Kontinuität. Also ich sehe unter Scholz und Habeck und Baerbock im Grunde genommen die Vollstrecker einer Katastrophenpolitik. Und tja, also das so, es muss da sagen, also mea culpa, da habe ich mich dann doch, da war ich zu optimistisch, was das angeht. So, hier Rüdiger Cerulla, Geschäftsherr Matussek, mich würde interessieren, zu welchen Gedanken Sie verführt, mit Auto, Bus und Bahn, mit dem Fahrrad oder zu Fuß unser Land zu streifen und all die bunten Zeugnisse anonymer Sprayer an privaten und öffentlichen Eigentum sehen können. Kaum ein neues Bauvorhaben, ein neues Verkehrsmittel, welches nicht sofort verschönert wird. Doch wer will das sehen? Bin gespannt, wie Sie über das gerade mal 50 Jahre Phänomen des mittlerweile allgemeinen gegenwärtigen Graffiti denken. Ja, ich bin da voll bei Ihnen. Jeder blinde, halbwüchsige rotzt seine Initialen auf Züge, U-Bahn und sonst und Autobahnbrücken. Es ist natürlich eine Katastrophe. Und ich habe jetzt in Berlin auf dem Hauptbahnhof ein wunderbares Schild gesehen. Muss ich wieder lachen. Und zwar wird da ein Kurs angeboten, Graffiti lernen. Aber wenn tatsächlich Praktika, also wie man Graffitis macht. Und ich dachte mir, das ist doch toll. Das mache ich vielleicht, dann habe ich was Eigenes. Ja, dann kann ich später mal immer wieder darauf zurückgreifen. Ne? Ich als Graffiti-Schmierer. Und das ist doch mal was ich dann wirklich vorweisen kann. Also, ausgerechnet in Berlin werden Graffiti-Kurse angeboten. Ich halte es nicht aus dem Kopf. Mir fehlen die Worte. Also, das ist auf jeden Fall das Land, in dem wir leben. Hier, jetzt ein Brief zur Schulpflicht und elterlichen Sorge und Corona. Wie Sie wissen, wir hatten uns mal getroffen auf einer Herbsttagung des Johanniterordens. Da habe ich, glaube ich, aus meinem letzten Buch, dem White Rabbit, gelesen. Und da wollte ich nachher auch noch was da bisschen dazu vorlesen. Wie Sie wissen, vertrete ich bundesweit Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten. Blablabla, Homeschooling, ne? Eine alleinerziehende Mutter der betroffenen zwei Kinder, eines war Grundschüler, das andere noch im Kindergarten, schickte mir nach dem Wegfall der offiziellen Möglichkeiten des Distanzlernens, also man hat ihr das verboten, ab Herbst, das Grundschulkind gleichwohl weiterhin nicht in die Schule. Mutter und Kind lehnten den Schulbesuch besonders wegen des Maskenzwangs ab, finde ich sehr vernünftig, denn die Gesundheit des Kindes hat Vorrang. Die Schule versorgte das Kind mit Lehrmaterialien, die auch zu Hause bearbeitet werden konnten. Das zuständige Jugendamt, Familiengericht, November 21, rief an, um Erörterung wegen der möglichen Kindeswohlgefährdung und zur Begründung des Antrags Folgendes ausführte. Die Kindesmutter scheint Alternativinformationsquellen zur Corona-Thematik für sich zu beanspruchen, die nicht mit den Anweisungen der Bundesregierung konform sind. Ach du Schande. Mann,
Es legen darum gewichtige Anhaltspunkte einer Kindeswohlgefährdung vor. Und da platzt einem schon der Kragen. Die Kids, die in die Schule geschickt werden, gegen ärztliche Warnungen, und die man jetzt auch noch mit Impfungen droht, ja, diese Kids sind schwer gestört, traumatisiert durch die Kontaktsperren und durch den Gehorsamslappen, den sie im Mund haben. Und die haben die Nase, hier von Kindeswohlgefährdung zu sprechen, für Kinder, die nicht in die Schule geschickt werden. Haben die noch alle Platten im Schrank? Für Rückfragen stehe ich Ihnen zur Verfügung. Ich werde den lieben Andreas Vogt erst anrufen. Und nicht jetzt, sondern wenn die Sendung vorbei ist. Und diesen Fall weiterverfolgen, weil das ist wirklich, weil die Mutter, die das gemacht hat, gerade die hat sich um die Gesundheit ihrer Kinder gekümmert, ja, und da werden die Kinder weggenommen, ist doch nicht die Möglichkeit. Leute, wir haben fertig, wir haben wirklich absolut fertig, wenn sowas passiert. Ja, also wir können jetzt nur noch ein bisschen Musik machen, weil jetzt vergeht mir wirklich langsam der Appetit. Wir machen jetzt die Rückseite von Hold Me Tight zu den Beatles, nochmal in die frühe Zeit der Beatles, Mr. Postman.